Der Wasserfall Drei Mühlen ist wohl der interessanteste Wasserfall in der Eifel. Er ist aus Kalkablagerungen dreier karbonathaltiger Quellzuflüsse des Aabachs entstanden. Beim Bau der Eisenbahnlinie 1912 zwischen Dümpelfeld A und Jünkerath wurden die drei Quellflüsse zusammengefasst und umgeleitet. Das Wasser fließt seitdem über die Geländekante, das karbonatreiche Wasser setzt an der Spritzkante Kohlendioxid frei und das verbleibende Calciumcarbonat überkrustet das sich ansiedelnde Moos. Solche Carbonatablagerungen heißen Carbonatsintergesteine. Seit dem Bau der mittlerweile stillgelegten Bahnlinie wuchs der Wasserfall so über 12 Meter. Durch die ständige Ablagerung wächst die Sinterbank immer weiter nach vorne ins Tal um ca. 10 cm im Jahr. Daher auch der Name Wachsender Wasserfall. Wegen seiner Einmaligkeit wurde der Wasserfall von Drei Mühlen zum Naturdenkmal erklärt. Der Fernwanderweg Eifelsteig und der Kalkeifelradweg führen am Wasserfall vorbei.